Moin moin, wunderschönen guten Tag, zurück bei Life is Feudal. Dabei sind wieder. Ja, wie klappt das jetzt? Es will nicht klappen. Jetzt klappt es. Links neben mir der liebe Barock. Wieder mal die Stelle, wo Sie Hallo sagen. Hallo. Na. Und rechts neben mir der liebe Yuyuka. Hallo. Ich selbst, Valentin, stehe in der Mitte. Der hübscheste von allen, wie ich finde. Vor allem mit diesem Irokesen. Kein Widerspruch angenommen. Gut. Und ihr seht ja, dunkel, 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 dunkel. Es ist Nacht. Immer noch. Aufstieg der Finsternis. Unsere erste Nachtaufnahme. Dann nicht ganz richtig. Die letzte war zum Teil Nacht. Ja, so halb, halb, ne? Wollen wir jetzt Lehm sammeln oder Standardaufgaben weitermachen? Ich würde gern mit den Kräutern anfangen, damit ich Fackeln für uns zusammenkriege. Und mein Bauskill ist noch nicht hoch genug, ist mir aufgefallen. Ich brauche 30, habe aber erst 15. Ja gut, dann werde ich mich um Kräuter kümmern. Ich werde wieder Lehm Okay. ranschaffen und mein Bauskill ein bisschen hochkriegen. Ja, geh Yuyuka, anschaffen. warte auf Oh, mich, Loch! ich komme einmal mit. Du brauchst auch einmal Bist du in Lehm? den Stall gefallen? Ja, ich bin in den Stall gefallen. Vorsicht, Rutschgefahr! Da müssen wir noch einen Zaun bauen. Hast du Schaden gekriegt? Nee, ne? Wofür brauchst Nein, du denn nein, jetzt nein. schon Lehm? Ich will nur einmal mitgehen, Ach dass mal so. ein bisschen was anderes zu sehen ist als Graben. Einmal die Lehmgrube Graben. zeigen. Graben. Genau, warte mal. Ich guck mal, zeig mal erstmal auf der Karte. Habe ich bei mir noch gar nicht gezeigt, woran man die erkennt. Oh, jetzt. Ah, so. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. Ihr seht hier dieses kleine braune Zipfelchen, was auf der Map zu sehen ist. Das ist eine Lehmgrube. Da gehen wir jetzt hin. Ja, viel Spaß. Ich habe die Gelegenheit einfach mal genutzt und meinen Zuschauern auch mal die Karte gezeigt, mit Valentins Erklärung darunter. Finde ich sehr praktisch. Oh, jetzt werde ich schon missbraucht. Für die Leute, die es nicht wissen, wenn man Kräuter sucht, läuft da erstmal nur der Balken durch und dann erscheinen neue Pflanzen im Umkreis, die man absammeln muss. Erstmal auf dem niedrigen Skill hast du jetzt aber nur so zwei oder drei verschiedene, ne? Ja, genau. Aber ich habe erstmal nichts gefunden, aber das kennen wir ja schon. So, einmal hier die Lehmgrube. Lehmgrube. Ah. Sie haben nichts gefunden. Deine Lieblingsansage, was? Ich liebe diese Ansage. Ich bin schon überladen. Warum? Ich habe erst 120 Leben bei mir. Kein Ei zum Frühstück gehabt, wa? Ne. Ich schmeiß mal meine alte Spitzhacke weg. Och, das gibt's doch nicht. Oder haben die irgendwas geändert, dass man auf Wiesen keine Kräuter mehr findet? Aber du siehst die Pflanzen schon, oder was? Nein, du hast nichts gefunden. Da Bei ploppt auch nichts auf. Kräutersuche. Ja. Moment, ich teste es mal kurz bei mir. Ich glaube, dafür brauchst du eine Sichel. Zum Finden glaube ich nicht. Doch. Nee, Kräuter Genauso. suchen kann ich auch ohne Sichel. Ja, stimmt. Aber ist das dann auch der Skill? Ah, jetzt habe ich welche gefunden. Tickert das ewig. Ja. Also, ich habe hier sofort vier, fünf Pflanzen gehabt. Ja, ich habe auch so ein, zwei. Also Zum Kräuter sammeln brauche ich dann die Sichel. ich habe jetzt was gefunden, aber ich sehe die Pflanzen jetzt nicht, wo sie gespawnt sind. Da ist eine. Hör. Ich laufe schon mal langsam wieder zurück, ne? Ja. Oh Mann, das wird dauern. Oh ja, Kräuter sammeln wird auch dauern.
Wie gesagt, Kräuter findest du am besten in der Nähe eines Sumpfes. Da hast du die höchste Respawn-Zahlrate und den besten pflanzlichen Loot. Weil die Pflanzen haben auch alle eine unterschiedliche Qualität und die gibt es halt am besten beim Sumpf. Ja, aber der ist gerade etwas sehr weit entfernt. Das stimmt, vor allem bei den Beleuchtungsbedingungen. Siehst du, ich habe mein erstes Pflänzchen erhalten. Und es ist Flux. Nein, Flux ist eine Mischung aus mindestens zwei Pflanzen, ne? Ach, stimmt, Genau. ja. Es sind Pflanzen, die du zu Flux mischen kannst. Tja, das weiß ich leider noch nicht. Bei diesen Lichtverhältnissen, die Kräuterpflanzen hier auf der Wiese zu erkennen, ist echt schwierig. Geschweige denn bei dem ganzen Graswuchs. Das kommt noch erschwerend hinzu, ja. Vielleicht sollte man die Grafikeffekte mal auf Minimum drehen. Oder die Pflanzen ganz ausmachen. Ich werde mal neue Kräuter suchen. Stopp, ich glaube, da ist noch eine. Nee, doch nicht. Naja, von vorn. Er läuft und er läuft und er läuft. Und länger und länger und länger. Duracell. Duracell. Ernsthaft? Warum? Warum nicht? Weil man's kann? Nicht deine Generation, ne? Nein. Kennst du nicht mehr diese komischen klatschenden Affen mit diesem. Wie nennt sich das Instrument noch? Becken? Ich weiß es nicht mehr. Du meinst diese zwei Metallscheiben, die man gegeneinander klopft? Ja, genau. Ja. Sollte man wissen. Egal. So, ich bin froh, wenn ich weiß, was eine Gitarre ist. Das war dieses Ding mit Löchern, wo man reinpustet, ne? Ja, genau. Way! Könnte fast meinen, ich bin Musiker, was? Könnte man fast meinen, ja. Du tust doch nur so. Pust. Ey, komm schon. Wolltest du denn den Lehm abladen? Schmeiß mal auf die untere Hauptfläche, dann sehe ich den Lehm. Der ist schon komplett geflättet. Also zu den Öfen. Guck mal, ob du die in die Öfen tun kannst. Da müsste Platz drin sein. Ja, ich kann sie aber nicht öffnen. Okay. Da fehlt mir ein Skill zu. Ich glaube, ich muss mir mal eine Fläche suchen, wo weniger Blumen sind. Die machen es echt schwierig. Ja. Aber hier auf dem Sand werde ich wohl keine Kräuter finden. Nein, aber Tierspuren. Ich will nicht jagen, ich will Kräuter sammeln. Also musst du mir erst wieder eine Zwille bauen. Problem liegt direkt vor dem Ofen. Danke. Bitte. Aber kommen wir mal eben wieder zu der Diskussion. Holz oder Lehm? Holz. Also, Santi möchte ein Lehmhaus haben. Holz. Möchte ein Holzhaus haben. Was Ich bin möchte. Jude deutsche Eiche. Ich kann dir nur Fichte anbieten. Ach, verdammt. Was möchte Herr Barock haben? Also von den Anfangshütten finde ich die Holz auch die bessere. Von den Aber späteren auch. nee, später finde ich tatsächlich die Fachwerkhäuser schicker. Du möchtest die späteren. Das sind nicht die Druiden, die du. Nein, Moment. Falsches Spiel, falscher Film und falsches Ja, Universum? das sind nicht die Häuser, die du suchst. Also ich nehme Holz. Gut. Also Also auch bitte zwei. dann das Big Wooden House. Also das große Holzhaus, ne? Nein, es gibt erstmal nur kleine Fachwerk, kleine Holzbaracken für euch beide.
Na, Mann. Jetzt habe ich wieder ein Kraut gefunden, aber. Also mein Charakter hat eins gefunden, aber ich finde das Pflänzchen nicht, weil es einfach im Dunkeln schlecht zu sehen ist. das kann. Also ich kann auf jeden Fall sagen, im Dunkeln Kräuter suchen war eine dumme Idee. Stell Gamma höher. Nein, das ist für Mädchen. Macht den Pflanzenbewuchs aus. Okay, und wenn ich das jetzt so zusammenfüge, dann kann ich damit die Ausdauer erhöhen. Ja, den Effekt habe ich unbedingt gesucht. Ich werde mich dann doch erstmal wieder auf Essen spezialisieren. Das Kräuter müssen wir später machen, wenn es hell ist. Das hat so keinen Sinn. Uns fehlt eigentlich auch noch der berufliche Vollalchemist. Ja, wäre eine Maßnahme. Können wir uns aber, glaube ich, später über Gedanken drüber machen. Definitiv. Erstmal Grundsachen. Dann machen wir ein Casting oder wie machen wir das da? Deutschland sucht den Superalchemisten oder? Die unfähigen drei suchen den Superalchemisten. Also, zwar eine Was wäre das Holzhütte. dann? Die D. U. Ja, hättest du das S. mal vorher Nee, aufgeschrieben, D. ne? U. D. S. S. Nee. Suchen. Den. Oh, D. jetzt wird's langsam peinlich. Legasthenie, ich darf das. D. U. Die unfähigen drei. D. S. D. S. A. Ja? Nein? Nein. Na, verdammt. Ach, wo ist denn das Wieso? U geblieben? Warte. Lass mir das jetzt mal eben ein irgendwo tippen. Ja, das will ich jetzt wissen. Ich habe Kartoffel gefunden. Oh, und Zwiebeln auch schon. Was, habe ich mich verzählt? Weiß nicht. Vier mal vier. D-U-D-S-D-S-A. So. DSA? Ja. Den Super-Alchemisten. Nicht das schwarze Auge. Ach so. Oh, Erbsen habe ich auch. Jetzt läuft das langsam mit dem Essen finden. Kann ich mir langsam mal Gedanken machen, über ein Feld anzulegen. Ich habe dein Leben sofort gefunden. Ja, ich habe ihn noch nicht wirklich versteckt in dem, ne? Das wäre Hätte auch ich mal mies machen sollen. gewesen. Ich schütte ihn in den Wald. Wo denn? Ja, da beim Baum. Jetzt kann ich nach Eisen schürfen. Gucken wir nochmal, ob hier Eisen ist in der Nähe. Nein. Doch, du hast Anzeichen für ein Erzvorkommen in der Nähe gefunden. Na, immerhin. Wunderbar. Dann gucken wir nochmal, wie weit das von der Mine entfernt ist. Nein, jetzt muss ich das Gebiet, wo du das Zeug abgeworfen hast, nochmal nachplanieren. Du hast gesagt, auf die große Fläche. Ja, habe ich gesagt. Kann ich bestätigen. Habe ich sogar als Tonaufnahme. Ja, ha. Das ist dreimal aufgezeichnet. Mir kann niemand was vorwerfen. Also hast du dich quasi selbst sabotiert.
Oh, ich muss so langsam mal wieder was essen, sehe ich gerade. Oh, nochmal Erbsen. Jetzt hast du aber einen richtigen Lauf. Ja, läuft, ne? Schön. Also Essen, das läuft, würde ich jetzt nicht so feiern. Warum nicht? Kannst du auf den Grill hauen. Ja, schon. Aber weißt du, spätestens wenn die Essensreste dir schwanzwedelnd entgegenkommen, solltest du dir Gedanken machen. Oh, kann immer noch der Hund das essen. Oder du solltest deinen Hund waschen. Oder das. Auch wenn ich mich dabei manchen wundern würde, wenn die Essensreste auf dem Feld zurücklassen. Adlerflügelzubereitung? Was ist das denn? Was Zubereitung? Ach, das ist das alchemistische Zeug, was ich hergestellt habe. Weizen habe ich auch gefunden. Juhu. Moment. Noch ein Kohl, ich sag's ja, es läuft. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, wie das Haus gebaut worden war, deswegen habe ich es nochmal abgerissen. Nicht, dass ihr euch wundert, was ich hier gerade treibe. Ja, das wundere ich mich schon lange nicht mehr. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich gleich jemand an mich anschleicht und mit einer Schaufel auf meinen Kopf schlägt. Da Du habe ich tust gar ja so, nicht. als wenn wir voll die Psychopathen sind. Da habe ich gar nicht das Recht zu. Nicht? Ich würde es machen. Nee, nö. Ich bin zu blöd, dieses blöde Eisen zu finden. Schon wieder gerülpst, na? Na, Ist keine ja Manieren, der widerlich. Mann. Nee, nicht wirklich. So. Und jetzt gucke ich mal, jetzt mache ich auch mal eine Premiere. Naturkunde, Baumuntersuchung. Was bist du für ein Baum? Du Ich bist bin aus eine Holz. große Ulme mit Level 90 und das mitten auf Salentins Bauplatz. Die möchte ich ehrlich gesagt nicht abreißen. Nicht zumindest nicht, Hause solange weg. mein Naturkundeskill nicht hoch genug ist. Hause weg. Sonst mache ich statt gleich. Die lässt du bitte stehen. 90er Setzlinge sind schwer ranzukommen, das weißt. Untersuch mal die Bäume in der Nähe, vielleicht sind da noch ein paar mehr, dann kannst du die ja weghauen. Ah, ich wüsste, wie ich meinen Naturkundeskill hochkriege, aber dann haben meine Zuschauer echt Langeweile. Was sollen meine denn sagen? Ja, meine Z Ulme mit Level 90 hat 80 Stöckchen. Das wäre für deinen Oh. Zaun vorteilhaft. Bloß 80 Stöckchen absammeln, das sind auch mal eben 5, 6 Minuten. Ich bin so blöd zum Eisen finden.
Also ich kann jetzt bis auf 92 Felder Entfernung Eisen suchen. Da Wow. finde ich auch welches. Das ist hier super. Auf 48 liegt auch was. Auf 28 ist es wieder weg. Also muss ich ein Stück zur Seite gehen und nochmal suchen. Was? Auf 48 findest du was? Auf 28 nicht? Nee. Was mit 46? Ich gehe doch jetzt nicht von 48 auf 46, auf 44, auf 42. Ja, dann mach es einen 10er-Schritt. Du musst genau den Abstand finden, wo du dann nichts mehr hast. Was sagt denn die Uhr? Es wird 21. Zeit. Ach, ich bin ja dran. 28? Da haben wir überzogen. 21. 21. Ah, dann sind wir ja genau wieder passend. Wo treffen wir uns? Bei der Mine? Ja, warum nicht? Ich komme hoch. Wenn ich es im Dunkeln finde? Also wieder über der Mine, würde ich sagen. Bin schon da. Du bist ein Scherzkeks. Ja, ich muss noch ein Stück laufen. Ist hier oben denn ein Anzeichen für Eisen? Mir geht erstmal die Puste aus. Ja. Also rein technische Frage. Ich habe jetzt auf, warte, 42 nichts mehr gefunden, aber auf 38 schon. Also auf 42 was gefunden, auf 38 allerdings nicht mehr. So rum. Ja, dann musst du jetzt gucken, ob du bei 40 was findest. Warte, mach ich nochmal eben schnell. Nein. Gut, dann ist 40 jetzt dein Suchmuster. Da musst du zwei Felder hier lang gehen, gucken, ob du da was findest, dann wieder zurück, zwei Felder da lang und gucken, in welche Richtung du es ausfindig machst. Zwei Felder. Waren das nicht zwei? Sah eher aus. Ich weiß nicht, auf welchen du hier gesucht hast. Am einfachsten ist es, wenn du Q gedrückt hältst, dann markiert er dir die Felder, dann kannst du die einfach ablaufen. Ja, mit Rechtsklick mache ich das gerade. Ja, kannst du auch mit Rechtsklick machen. Ich mache das dann mit Q. Uah. Die Richtung hier. Siehst du, dann merkt ihr jetzt, das. Jetzt müsste ich es wieder um 2 reduzieren. Genau. Und so weiter. Ah, okay. Gut. Aber dann setze ich mir hier eben. Bis du da quasi drauf stehst. Nein. Wir sind gleich fertig. Ist nur noch ganz kurz. Mach dir dein Baustellenschild hin. Ja, ich bin gerade dabei. Et voilà. GZ. Eine Baustelle. So. GZ. GEZ? Ich hoffe nicht. Schon gezahlt? Nee. Egal. Ja, mit dem sensationellen Rausfinden, wie man Eisen sucht. Und dem sensationellen Scheitern die 5 Minuten vorher. Sorry. Würde ich sagen, beenden. Und den großen Gemüse ausbeuten. Gemüse ausbeuten. Die Kunst des Häuserbauens. Bist du schon vorangekommen? Hast du das erste schon gesetzt? Ich habe schon zwei gesetzt. Ich bin gerade dabei, das Holz dafür zusammenzukramen. Ah, wunderbar. Und für den Herrn Barock die Ästchen, damit er seinen Zaun bauen kann. Super. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wird auch gerade schön wieder Tag zur Abmord. Ja, es wird heller. Ja, hervorragend. Und bis denn. Bis denn. Tschüss.